Hallo, wir sind hier am Stand von Peter Soli. Neben mir steht der Tim Lorenz und wir haben hier zwei Gewehre im Kaliber 30-30 in der Hand und die werden wir euch jetzt ein bisschen vorstellen. Hallo Tim. Moin. Grüß dich. So, ich habe eine 30-30er in der Hand und du hast eine 30-30er genau. In der Hand. Was haben wir da für Modelle? Das sind die Drop Time. Einmal das Vorjahresmodell. Ne? Das also 2023 herausgekommen genau. ist. Und hier die neue aus diesem Jahr, Classic. Worin unterscheidet sich das von dem? Ja gut, erstmal natürlich der Schaft. Ja. Das ist also, haben wir Walnussholz? Walnuss, klassisch eben. Ne? Ja. Und dann die Visierung. Ja. Haben wir also hier eine Picatinny-Schiene drauf. Im alten, genau. Genau, und hier haben wir drauf eine Federstahlvisierung mit einem Treppenschieber zum in der Höhe verstellen. Genau. Jetzt sehe ich aber, hier sind Schräubchen. Das heißt also, ich könnte das Element auch da drauf tun. Genau, ne? Die Option ist immer noch da. Ja. Da könnte man noch die Picatinny-Schiene drauf machen. Und, okay, das heißt, wenn ich das auch miteinander vergleiche, dann sieht das für mich so aus, dass die Schaftelemente bis auf das Material vom Zuschnitt her, aber in der Kontur im Wesentlichen identisch sind. Genau. Das ist soweit richtig. Okay. Genau. So, das heißt, ich habe hier eine Gummikappe, ich habe hier eine Fischhaut und was das Klassik natürlich ausmacht, ist, das ist hier diese Bunthärtung. Ne? Also das ist so ein klassisches, typisches Finish fürs 19. Jahrhundert, wo man diese schönen marmorierten Farben erzeugt hat. Diese hier ist natürlich matt gehalten. Wäre es denn denkbar, auch die Kimme und das Korn hier zu übertragen, von der einen auf die andere? Ja, ne? Logisch, ne? Ja, also genau. Die Bohrungen sind genau das gleiche. Ja. Funktion ist die gleiche. Ist ebenfalls also das identische. So, jetzt haben wir Kaliber 30-30. Das heißt, das ist ja ein Kaliber, wo man eher im meisten sagt, das ist ja gar nicht so für Deutschland erhältlich. Jetzt habe ich aber gehört, es gibt von Hornady wohl eine Patronensorte, die entsprechende Leistung bringt. Ist das genau, auch eure Erfahrung? Genau. Ja. Ja? So, dass wir da auf der sicheren Seite wären. Das zweite ist natürlich für unsere österreichischen Kunden frei ab 18. Ihr könnt euch sowas ja im Laden dann kaufen, wenn das, wenn mich da meine Informationslage nicht trübt. Da habt ihr ja andere rechtliche Möglichkeiten, als wir das hier in Deutschland haben. Ne? Schön. So, ja. Und ansonsten haben wir natürlich hier den Spaßfaktor. Finger lang lassen. Ja. Ganz wichtig, Zeigefinger raus beim Repetieren. Aber da braucht man den Unterhebelfans nicht zu erzählen, das wissen die. Was auch noch interessant ist, hier ist eine Kolbenhals-Schiebesicherung drauf, mit der man... So, jetzt geht gar nichts.